Was ist eine kriminelle Vereinigung? Gib mal ein Beispiel, damit wir verstehen, was ihr meint. Sind es Leute, die sich mit kriminellen Absichten zur Begehung von Straftaten vereint? Aha, waren das die Dieselbetrüger mit dem Abschaltetrick? Mit spezieller Software von Managern abgenickt, die den Rechtsbruch für mehr Profit ausprobiert und riskiert, um dann mal zu gucken, ob irgendwas danach passiert. Die hatten Vorsatz, das war kein Versehen. War das kein Beispiel? Muss ich das jetzt verstehen? Sind das Kavaliere und sind die nicht so schlimm? Sind die zuvorkommend höflich, tragen Schlipse und haben Benimm? Was ist eine kriminelle Vereinigung? Gib mal ein Beispiel, damit wir verstehen, was ihr meint. Sind es Leute, die sich mit kriminellen Absichten zur Begehung von Straftaten vereint? Aha, sind das die Steuerbetrüger mit dem Cum-Ex-Erstattungstrick? Und die Steuern, die sie gar nicht bezahlt haben, trickreich zurück. Die haben gewusst, was sie taten, es mit Unrechtsbewusstsein getan. Und sind reiche Leute, die's mit Wahrheit nicht so genau nahmen. Sie hatten Vorsatz, nein, das war kein Versehen. Ist das kein Beispiel? Muss ich das jetzt verstehen? Sind Kavaliere und sind die gar nicht schlimm? Sind die zuvorkommend höflich, tragen Schlipse, haben Stil und Benimm? Was ist eine kriminelle Vereinigung? Gib mal ein Beispiel, damit wir verstehen, was ihr meint. Sind es Leute, die sich mit kriminellen Absichten zur Begehung von Straftaten vereint? Aha, sind das die Rechtsradikalen, die an Migranten sich vergreifen wollen, die sie bedrohen und sagen, dass sie Deutschland verlassen sollen? Genau, was sie tun, sind mit Absicht dabei. Kriegen Bewährung, sind und bleiben selbstverständlich auch frei. Sie haben Vorsatz und die tun nichts aus Versehen. Ist das auch kein Beispiel? Wie soll ich das verstehen? Sind das auch Kavaliere, die man nur nicht gleich erkennt? Oder wird bei der Strafverfolgung tief und lange gepennt? Was ist eine kriminelle Vereinigung? Gebt mal ein Beispiel, damit wir verstehen, was ihr meint.
sind es Leute, die sich mit kriminellen Absichten zur Begehung von Straftaten vereint. Aha! Sind das die Klimakleber der letzten Generation auf den Straßen, die hin und wieder blockierend auf Kreuzungen, Fahrbahnen saßen, um die Regierung daran zu erinnern, dass sie Verträge einhält und nicht bricht, nur weil das der Industrie besser gefällt. Die hatten Vorsatz, das war kein Regierungsversehen, das ist doch kein Beispiel, das ist doch ganz klar zu verstehen. Klimaschützer warnen vor Folgen, die sind für alle schlimm, die sind zuvorkommend höflich, ohne Schlipse, aber haben Benimm. Was ist eine kriminelle Vereinigung? Gib mal ein Beispiel, damit wir verstehen, was ihr meint. Sind es Leute, die sich mit kriminellen Absichten zur Begehung von Straftaten vereint? Aha! Staatsanwaltschaften erklären Klimaschützer zur kriminellen Vereinigung. Braucht deren Gesinnung nach Rechtsbeugung gründliche Reinigung. Die schießen mit Kanonen auf Spatzen im Dienst für den Staat, der mit rechtsbeugender Staatsanwaltschaft ein Personalproblem hat. Die haben Vorsatz, nein, die Strafe folgen nicht aus Versehen. Ob das ein Beispiel ist, fragst du, schau hin, das ist deutlich zu sehen. Die brechen Gesetze, beugen das Recht und der Staat nimmt es hin. Weisungsbefugte Minister, sieh mal darauf hin.